Mein Name ist Johann Strauß. Ich bin Walzerkönig und Fotomodell im Wiener Stadtpark. Ich lade Sie ein auf einen kurzen Streifzug durch das Wienerlied. Das Wienerlied ist für mich auch Kebab essen und mit der U-Bahn fahren. Stilistisch liegt das Wienerlied so zwischen Chanson und Operette. Tempo. Es geht so ein bisschen wieder zurück auf den Wortwitz des 19. Jahrhunderts. Nur die Wut nicht verlieren. Als ersten meiner Gäste treffe ich Klaus Spechtl. Er erzählt von sich und meinen eigenen Lebzeiten in Biedermeier. Wirkliche Schrammelmusik, dort wo das Wienerlied die Kunstmusik trifft. Ich glaube, es hat ja sogar Schubert für Schrammeln geschrieben. Ich glaube, ich habe sogar mal, aber zeitlang war ich in Schrammelquartetten auch beschäftigt mit diesem Gerät hier. Das ist übrigens eine echte Reisinger Kontragitarre. Meine Zeitgenossen Johann und Josef Schrammel, Anton Strohmeier und Georg Denzer unterhalten im 19. Jahrhundert die Wiener mit dem Schrammelquartett. Ich möchte wissen, wie sieht es heute aus? Man lernt auch noch ein wichtiger Aspekt, wenn wir gerade vom Wienerlied gesprochen haben, nicht nur eng den Wiener Musikteller zu sehen, sondern über den Tellerrand hinaus zu sehen, zu kommunizieren, auch mit anderen Musikstilen. Nur dadurch bereichert man den eigenen schöpferischen Geist. Und das heute für ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich an sich sagen. Die Wiener Musiktradition beeinflusst auch Künstler aus anderen Stilistiken. Ob Jazz oder Blues, etwas wienerisch ist immer mit dabei. Also mir ist die Tradition insofern wichtig, weil ich von den traditionellen Stücken lerne. Die Werke Johann Nestreus befruchten auch das Wienerlied. Zu Lebzeiten wegen seiner Couplets kritisiert, bin ich jetzt bei einer Pressekonferenz zu Der Zerrissene, Kunst und Medien. Echte Wiener Hassliebe. Sehe aber trotzdem nicht wirklich so großartige Zukunft, wenn die österreichischen Medien dieses Musikgut nicht transportieren. Und das tun sie zum Teil nicht, wie wir wissen. Ob es die Liebe ist, das Leben, der Tod, alle Aspekte des Daseins werden im Wienerlied behandelt. Wien ist weltberühmt für seine Kunstakademien. Der Däne David Heuer vom Konservatorium Wien bildet den Nachwuchs aus. Er ist mit dem Wesen des Wienerliedes und dem Charakter von uns Wienern bestens vertraut. Wir haben die Wiener Lockerheit, die heurigen Stimmung, die Sentimentalität. Wir haben die Sehnsucht in die Vergangenheit. Wir haben die Morbidität. Also, ich kann auch denken, die Persiflage-Lieder, die vom Kreisler geschrieben wurden, die geben zaubenvergiften Park. Also so, das wird oft so sehr von den Künstlern selbstironisch so behandelt. Und das sind alle Elemente, die zu Wien gehören und zur Mentalität hier gehört. Also Wien und Tod und alles, das gehört alles zusammen. Dadurch gekennzeichnet, dass es eine gewisse wienerische Atmosphäre hat, ein bisschen morbid und ein bisschen grantig und alles Mögliche. Aber eine Wiener Atmosphäre ist schon notwendig für ein Wienerlied. Meine nächste Expertin leitet das Archiv im Wiener Volksliedwerk, einer Geheimadresse für Musikinteressierte aus aller Welt. Susanne Schettler, Musikethnologin. Also es ist dieses Wienerlied als Lied der Stadt Wien, ein wirklich urbanes Phänomen hat sich einfach durchgesetzt. Es ist nicht nur ein Lied, was die Stadt besingt oder was mit Wien zusammenhängt, sondern es ist das Wienerlied. Zu abendlicher Stunde verschwimmt die Zeit. Im kleinen Rahmen, in der Intimität kleiner Bühnen. Das ist das Zuhause des Wienerlieds. Hier geben Künstler Autogramme. Wien bleibt Wien und seine Musik lebt von denen, die sie spielen und singen. Ich unterhalte mich mit Singer-Songwriter, Moderatorin und Multitalent Birgit Denk. Wenn man vom Wienerlied spricht, hat es natürlich eine Vergangenheit. Menschen assoziieren sofort Dinge damit. Und man sollte quasi nicht nur sein Heavy Metal gelernt haben, sondern auch seine Schrammeln, sag ich jetzt einmal, wenn man in dieser Stadt Wienerlied machen möchte. Und die Leute, die das zum Beispiel jetzt machen,
sind eben sehr neugierig, was da früher war und wie da musiziert worden ist und was die Themen waren, abseits von dem, was man sonst so kennt. Und sonst würde ich sagen, spielen, 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 spielen und mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gehen, damit man die Themen auffängt, die gerade die Themen sind, die besungen werden. Und es geht auch durchaus darum, dass man sich von dem beeinflussen lässt, um irgendwas Eigenes zu tun. Und viel zu hören, viel zu spielen, dann geht was weiter. Komm nicht her, bitte red mich ja nicht an. Komm nicht her, du Bild vor einem Mann. Red mich nicht an, sei einfach nur still. Aus der Weide von dir Drama ist das, was ich will.